Herzlich willkommen zu Airport CEO hier beim Mandalizer. Ich habe freundlicherweise ein Key für dieses Spiel hier bekommen, für diese Simulation. Und ganz spannend, das Ganze jetzt einmal gemeinsam an. Es gibt mittlerweile auch mittlerweile Airport CEO auch auf Deutsch. Den Link zum Spiel findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ich habe noch nichts gemacht. Also jetzt sage ich hier Flughafen weiterspielen, ist nichts da. Das heißt, wir gehen komplett neu, unvoreingenommen rein. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Aber es kann ja nur gut werden, ne? Also starten wir einfach mal. Okay, wir können auf jeden Fall unseren Charakter noch mal ein bisschen anpassen. Das werden wir jetzt auch an dieser Stelle einmal machen. Oh, und jetzt können wir... Oh, wir können sogar einen Flughafenstandort auswählen. Wie geil ist das denn? Alter! Uhu. Machen wir das denn? Ha! Kann man das, ach, das kann man sogar hier, ach, man kann das überall machen. Das ist ja richtig krass, ey. Auf dem großen Aber war ich übrigens schon mal, oder? Ich glaube, da war ich schon mal. War es der kleine Aber? Ich bin nicht sicher. Ich glaube, irgendwo auf irgendeinem Aber war ich mal. Und welche Stadt ist denn hier, was ist denn hier verlockend? In München gibt es schon Flughafen, deswegen ist es vielleicht doof. In Deutschland ist Audi, das ist halt irgendwie auch doof. Machen wir es in Bayern? Wobei, ich glaube, die bayerischen Gesetze sind nicht so geil, ne? Regensburg ist bestimmt netter. Dann machen wir den Flughafen dahin. So. Flughafenstandort bestätigen. Flughafenname. Oh Gott, ey. Den kann ich ja nicht mehr Metalizer nennen. Shit. Wir nennen das Wunderland. Das Wunderland. Und die Abkürzung ist ALI. Nee. AIW ist der Flughafen. So, Flughafenmodus einfach. Es ist ein ziemlich einfacher Flughafen. Ein CEO zu sein, wird deine Rente nicht gefährden. Du beginnst mit 2 Millionen Dollar Budget. Okay. Wir machen erstmal einfach für den Start. Wir können ja noch in späteren Verlauf können wir auch immer noch mal sagen, dass wir vielleicht einen anderen Modus oder eine andere Schwierigkeit haben möchten. So, dann starten wir die ganze Kiste hier mal. So, willkommen auf deinem Flughafengelände. Ist das dein erster Tag hier? Dann sehen wir uns mal zusammen diese kurze Einleitung an. Ja, natürlich. Dies ist das Baufenster, in dem du alle Strukturen und Gegenstände rund um den Flughafen findest. Okay. Einige Objekte sind noch nicht verfügbar und müssen im Beschaffungsfenster freigeschaltet werden. Ja, das blinkt nicht an. Okay. So. Dies ist das Managementfenster. Tastatur, Kürzel, Tab, alles klar, super. Das ist das wichtigste Fenster, in dem du alles findest, was zum Leben eines CEOs dazugehört. Das sind meine Sekretärin hier. Nicht da. In der ersten Registerkarte ist das Dashboard, wo du einen allgemeinen Überblick über den aktuellen Zustand deines Flughafens. Okay. Registerkarte Wirtschaft findest du dein Budget und kannst Verträge annehmen, neue Produkte bestellen oder Kredite aufnehmen. Das Fenster wird bestimmt wichtig. In der Registerkarte Betrieb kannst du deine Dienste des Flughafens ein- und ausschalten. So wie den Flughafen öffnen und allgemeine Luftfahrt zur Nutzung zu lassen. Alright. Im Fenster Bau kannst du Auftragnehmer einsetzen, die dir beim Bau deines Flughafens helfen. Ja, hier. Setze Auftragnehmer hier ein. Alles klar. Oh, es sieht so aus, als hättest du eine neue E-Mail vom Bürgermeister erhalten. Klick. Wir kriegen eine E-Mail vom Bürgermeister. Erinnerung, so getappt und das Managementfenster erneut zu öffnen, achte auch darauf, dass du den unterschiedlichen Fenstern vertraut machst. Wir öffnen mal die E-Mail. Willkommen zu... Das ist ein Reh. Den haben wir schon mal geschrieben hier. Ha. Danke für unser letztes Meeting. Ich hoffe, Sie mögen Ihren neuen Job. Ich weiß, es ist nicht viel, aber hoffentlich kriegen Sie es besser hin als der Letzte, der den stolzen Flughafen unserer Stadt bauen wollte. Vor Ihnen liegt eine Menge Arbeit, also packen Sie es an. Besser an. Leider kann ich Ihnen keine Tipps geben, da ich auch nicht weiß, wie ein Flughafen funktioniert. Ist ja wahrscheinlich Bürgermeister. Aber ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie an Ihr Budget halten müssen. Wir verlassen uns darauf, dass Sie für Profite sorgen. Ich hätte doch vielleicht in Berlin das machen sollen. Da wäre es wahrscheinlich nicht so schön gewesen. Hier das Wichtigste, was du wissen musst. Ja, alles klar. Okay. Drücke H um das Tutorial-Fenster, alles klar. Drücke None. Für Tipps zur Bedienung der Benutzeroberfläche und des Bildschirms. Ja, okay. Ich glaube, die Taste ist nicht belegt, ne? Kann das sein?
Gut. Wir behalten die E-Mail mal als freundliche Erinnerung. So. Du kannst F oder das Symbol ganz links im unteren Feld drücken, also hier unten. Um den Flugplaner aufzurufen. Sobald du deinen ersten Fluglinienvertrag unterzeichnet und einen passenden Flughafen für kommerzielle Flüge gebaut hast, kannst du sie hier planen. Gut gemacht. Es gibt für dich auch selbst. Es gibt viel für dich selbst zu tun und zu lernen. Wenn du H oder das Fragezeichen unten links drückst, kannst du das Tutorialfenster erneut öffnen. Wenn du jemals Hilfe brauchst, kannst du den aktuellen Schritt im Tutorial ansehen und die Checkliste. Ah, okay. Deutsche Übersetzung ist ein bisschen holprig. Drücke weiter, um mit dem Bau deines ersten Flughafens zu beginnen. Yeah. Okay. Flughäfen sind komplexe Megastrukturen. Es ist am besten, wenn du in einem kleinen Flugfeld anfängst. Um die Grundlagen des Flugbetriebs zu erlernen. Das macht irgendwie Sinn, ja? Denk daran, dass du die Checkliste aufrufen kannst, das Häkchen neben den Button schließen sollst. Hä? Was? Wo ist die Checkliste? Ja, okay, die Checkliste habe ich schon gar keine Ahnung, wo die ist. Okay. Unterzeichne einen Auftrag mit einem Auftragnehmer. Tab. Dann brauchen wir Wirtschaft. Angebote und Verträge hier. Vertrag zwischen HWI und Wunderland. Maximaler Auftragnehmer 86. Stündliche Gebühr pro Auftragnehmer 8,7. Der Auftragnehmer verspricht, fähige Arbeiter bereitzustellen, die Objekte nach Blaupausen bauen können. Auftraggeber werden über das Telefon bereitgestellt und erfordern eine Baustelle. Jojojo, alles unterschreiben wir. Ja, gut. So. Haben wir unterschrieben, das Ding hier? So, setze einen Auftragnehmer ein. Unter Betrieb, dann Bau. Wirtschaft. Ja, warte mal, wo waren das hier? Ah, hier Betrieb. Betrieb, dann Bau. Dann müssen wir hier. Setze einen Auftragnehmer ein. Hallo, hier ist der Wetteleiser. Ich brauche Leute auf meinem Flughafen. Danke. Auftragnehmer verwenden Baumaterial, um Wechsel zu bauen. Das Material wird automatisch bestellt und mit Trucks an den Lieferort gebracht. Okay. So, warte darauf, dass der Auftragnehmer. Ah, hier kann ich die Checkliste machen. Ah, alles klar. Alright. So, wo sind denn die Leute, die hier bauen? Ah, der Bus. Das Spiel ist im Early Access im Moment gerade. Es wurde aber ordentlich verbessert, erweitert und so weiter und so fort. Und es hat sehr gute Bewertung. Die kürzlichen sind nicht ganz so gut. Aber das ist halt größtenteils so Beschwerden, so, ja, die Updates haben halt ein bisschen, haben halt Probleme reingebracht und so weiter und so fort. Naja. Deswegen, aber bisher läuft bei mir alles flüssig. Ich habe auch einen ganz normalen Rechner. Ich habe keinen NASA-Computer oder so bei mir hier stehen. Also, läuft. Und man muss irgendwann denken, es ist halt auch Early Access. Fangen wir den Bau des Flughafens an. Damit du deinen ersten Flug der allgemeinen Luftfahrt empfangen kannst. Das Bild unten ist ein Beispiel für einen Flughafen, der für die allgemeine Luftfahrt eingesetzt werden kann. Also die landen so quasi auf Gras hier. So, platziere eine kleine Landebahn und warte auf das Baumaterial. Ah ja, okay. Hier. Wichtig! Wenn du deinen Luftverkehr reibungslos gestalten willst, dann richte eine Einfahrt- und Ausfahrtrichtung für deine Luftbahn ein. Okay. Du kannst dazu auf sie klicken, drücke C, um das Rollfeld zu visualisieren. Ja gut, haben wir ja noch nicht, ne? Klar. So ein Terminal nicht. Flughafenstruktur, kleine Landebahn, ne? So, können wir das irgendwie drehen? Mit Rechtsklick können wir es nicht drehen. Mit Punkt? Nee, auch nicht. Komm mal. R? Ah, R, R. Mit R können wir rotieren. So, ich würde sagen, wir packen die Landebahn mal hier hin. So, die kleine Landebahn haben wir. Platziere jeweils. Ja, hier, okay. Wo ist Regner? Irgendwie sogar Spam. Moment. Hallo, mein Name ist Linus Karlsson und ich arbeite als Senior Consultant beim Stadtbau.
Ich habe gehört, dass du lernen möchtest, wie man einen Flughafen baut. Genau deshalb solltest du dieses Tutorial ansehen. Dort findest du eine ausführliche Anleitung, wie man ein kleines Flugfeld errichtet und es dann in einen großen internationalen Flughafen verwandelt. Ja, okay, danke, Lien. Danke. Goldene Gelegenheit, bezahle schnell. Guten Tag, mein Name ist Dr. William Monroe, ein Mitarbeiter in Privatkundenabteilung einer Bank in London. Kontostand sowieso ist inaktiv. Ja, alles klar. Kann ich den antworten irgendwie? Das ist hier halt echt eine Sinnes Family, ne? Okay, das ist schon wieder cool. Das ist schon wieder cool, ey. So. Hier, Ein- und Ausfahrtslandebahn. Sind hier die Ausfahrten? Hier, ne? Ja, aber. Ach, meinst du? Wieso baut er das denn jetzt hier nicht? Muss ich das verstehen? Ziele, zwei Landebahn, Einfahrten, Ausfahrten. Ja. Ah, so rum. Ah, wir haben das falsch rum platziert. Alles klar, okay. So müssen wir das hier. Zack. Und hier oben noch, ne? So, zack. Aber... Okay, guten Morgen. Kann ja mal passieren, ne? Hier das Rollfeld-Fundament. Wir haben noch die kleine an der Wand, oder? Hier. Hier platziert, ja. Hat das jetzt nicht bekommen? Haben wir jetzt irgendwelche Bauarbeiter eigentlich nochmal? Das Rollfeldfundament von deiner Landebahn, Einfahrt, Ausfahrt. Okay, wo ist denn das hier? Rollfeldfundament hier. So. Kann ich so rüberziehen, so, ne? Oh, vielleicht. Wir müssen das von hier irgendwie ziehen, oder so, ne? Kann das sein? So, vielleicht. Ja, ich glaube, dann. Ne, müsste eigentlich passen. So, platziere mindestens 5 kleine Standplätze. Und, was wir dann natürlich auch nochmal schauen können, ist halt, ob jetzt wirklich auch einen Auftrag nehmen hat. Vielleicht hat er schon gekündigt. Bau? Hier. Wir haben gar keine Auftragnehmer. Warum nicht? Der hat gekündigt, der Typ, ey. Der hat gekündigt, einfach so. Ist schon echt dreist, ne? Und die schmeißen die Kisten einfach raus. Ja. Wir haben voll viel Baumaterial, aber niemand ist da. Und was zu bauen ist die Kiste hier? Wir machen 55.000 minus die Stunde. Das geht ja schon gut los. Weiter. So, wo kommen jetzt die... Was sind jetzt die Standplätze hier? Ist hier irgendwie... Ach nein, das sind da... Ah, das sind die Standplätze hier. So, eins... 2, 3, 4, 5. Da, 5 haben wir auch schon mal platziert. Die müssen jetzt halt alle noch gebaut werden, ne? Hier, da ist. Oh, hier ist unser Auftrag. Ja, er baut. Aber sollten wir vielleicht nicht mehr als einen einsetzen, weil sonst brauchen wir halt Jahrzehnte. Okay. Wir setzen 19 Auftragnehmer ein, 19 weitere. Das muss hier jetzt richtig knallen, die Kiste. Das muss richtig abgehen. Da muss jetzt ein ganzer Bus voll mit Auftragnehmern kommen. Sonst wird das nichts. Sonst wird das echt nichts hier. Das wäre halt richtig schlecht. Wenn ein Auftragnehmer so einen ganzen Flughafen hier bauen, dann hätte ich ihn willig in Berlin gebaut. Ja, weil jetzt kommt hier nämlich der richtige Bautrupp mal an. Das hier ist nur der Vorarbeiter, der Mann. Ja, der Olaf Lindahl. Der kommt. Das ist nur der Vorarbeiter. Hier kommen jetzt die ganzen Arbeiter. Sehr gut. So wollte ich das haben. So soll der Betrieb hier aussehen. Das kann man sich in Berlin auch mal zu Herzen nehmen. Vielleicht nochmal. Das ist ein bisschen Berlin-Bashing. Tut mir leid.
Aber wir brauchen das Rollfeldfundament hier. So, wartet mal. Hier. So. Und zack. So, jetzt sind nämlich das miteinander verbunden. Auf mysteriöse Art und Weise. Und also jetzt nochmal platziere einen kleinen Flughafen oder Flugverkehrskontrollturm und warte, bis alle Strukturen gebaut sind. Okay. Wo ist das denn? Das ist wahrscheinlich hier, ne? Terminal. Boden, nee. Türen, Fenster, alles klar. Sicherheitszone, Personalbereich, okay, Toilette. Raubespieler bestimmt auch, ganz wichtig. Zaun, alles klar. Wir sollen aber einen Flugkontrollturm bauen. Den müssen wir jetzt einfach finden. Die Frage, wo? Infrastruktur vielleicht? Ich glaube, hier sind sie aber auch nicht. Die müssen ja irgendwo anders versteckt sein. Terminal. Hier. Ah, hier. So, das ist hier der Kontrollturm. Ah. Den. Auch noch drehen. Nehmen wir so hier hin. Zack. Okay, und hier, die sind schon fertig. So, ich glaube, wir brauchen noch mehr Auftragnehmer, ne? Das geht hier noch nicht, das ist noch nicht schnell genug hier. Jetzt nochmal 20 Stück ein. Damit die dann auch mal rankommen hier. Die kommen jetzt bestimmt alle, Ich bin da zuversichtlich. Aber die Leute sind fleißig hier, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Weißt du noch nicht, wo wir nachher das Terminal hinbauen, also wo die Leute nachher ankommen, weil hier reisen die, glaube ich, hier sind, glaube ich, die ankommen, die Anreisenden. Not sure. Aber jetzt kommen immer mehr Hilfskräfte kommen jetzt hier an. Und dann kommen die, tragen jetzt sogar schon zu zweit die Kisten, weil sie einfach nicht wissen, was sie tun sollen sonst. Die kleinen Lemminge hier wird gebaut. So. Okay. Dann warten wir einfach mal. Können wir die Zeit irgendwo vorspulen vielleicht? Hier unten. Ja, zack. Wupp. Und dann jetzt wird hier schnell gebaut. Haha. Dann nimmt der Flughafen langsam Form an. Perfekt. So lobe ich mir das. Warum ist denn der hier deaktiviert? Ah, okay, Rollfeldverbindung. Alles da. Wir können ihn noch nicht öffnen, weil noch keine Rollfeldverbindung da ist. Vielleicht haben wir auch ein bisschen zu breit gebaut. Das werden wir dann mal. Dürfen wir gespannt sein, ob es so funktioniert oder nicht. Weil, ich meine, es ist halt eine ganze Menge noch zu bauen halt, ne? Und die sind halt auch nicht gerade die schnellsten. Ich weiß schon warum. Mir wird langsam klar, warum das in Berlin so lange dauert. Also wenn die alle da so arbeiten, puh. Kein Pausenraum, keine Toiletten, kein Catering. Die arbeiten hier wirklich Tag und Nacht durch. Naja gut, eigentlich nur tags. Weil Nacht gibt's hier irgendwie nicht, glaube ich. Wobei es ist noch Tag 1, ne? Ah, okay. Gut. Ich nehme alles zurück, was ich gerade über den Berliner Flughafen gesagt habe. Wir sind an Tag 1 und das Ding hier steht hier halb. Halb. Dieser. Ja, wir rufen noch ein paar... Achte darauf, dass du mindestens zwei Ausfahrten, Einfahrten mit deiner Landebahn verbunden hast. Ja. Haben wir doch jetzt gleich. Hier ist Nummer 1 und da oben ist irgendwann Nummer 2. Die landen hier auch auf der Buckelpiste. Das ist okay, aber erstmal für den Anfang. Wir können ja später noch Verbesserungen machen. Landebahn weiterführen nach S, nach N.
Ach so, nach Süden und Norden, okay. Zu Asphalt verbessern, zu Beton verbessern, alles klar. Warum kostet ein Asphalt genauso viel wie Beton? Wollen wir ein paar Papi-Dichter? Ah, das sind hier diese. Ah, okay. I see. So? Vielleicht. Brauchen wir mal ein paar hier, ne? Ich denke mal, die sind wichtig. Ich schlag von aus. Jetzt haben wir auch hier noch Lichter, also so die Anfluglichter. Ist grafisch, also optisch ist es schon ein schön für eine Simulation, ne? Also das muss man an dieser Stelle ja mal festhalten. Achso, genau, können wir gucken bei H. Verbinde dann Rollfahrt mit dem Standplatz. Okay, jetzt gucken wir mal, wie wir so eine Rollfahrt hier bauen können. Ich glaube, das ist nämlich hier irgendwo gewesen. Hier, Rollfeldfahrt. Dann ziehen wir den Rollfeldfahrt nochmal hier nach oben hin hoch und so. Und dann, das ist natürlich cool gemacht, dass wir so eine Rollfeldfahrt hier haben. So, und dann verbinden wir es nicht einfach alles. Und dann sind die Dinger halt nämlich, also dann können jetzt hier die Flugzeuge auch hinrollen. Und wenn die jetzt hier oben mal fertig werden mit ihrer, mit ihrem Asphaltierungsarbeiten da. Sehr gut. Dann können wir dann da verbinden. Haha! Magic. Okay. So, jetzt wird es Zeit, deinen ersten Flug anzunehmen. Im Augenblick können wir nur Flüge der allgemeinen Luftfahrt annehmen, da wir noch kein Terminal haben. Dabei handelt es sich um kleine Flugzeuge, die von privaten Piloten geflogen werden. Zuerst müssen wir sicherstellen, dass die Landebahn, die Flugzeugstandplätze und der Flughafen geöffnet sind. Wenn du damit fertig bist, sorge dafür, dass 5 Flüge der allgemeinen Luftfahrt bei dir landen, um diesen Schritt des Tutorials abzuschließen. Alles klar, okay. Das heißt, wir müssen erstmal die Sachen hier öffnen hier. So. Landebahn öffnen. Ha! So, das Ding ist offen. Standplatz geöffnet. Der ist auch geöffnet hier. Öffnen. 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 Ich glaube, wir haben alles geöffnet, ne? Ah, hier, okay. Allgemeine Luftfahrt. Alles klar. Das müssen wir auch noch aktivieren hier. Zack. So, also öffnen allein reicht nicht, sondern wir müssen es auch aktivieren. Das ist natürlich cool, dass wir auch wechseln können. Und mittelgroße Flugzeuge sind noch nicht zugelassen, alles klar. Das ist ja auch okay. So. Hat die Landebahn, die drauf ist, habe ich gemacht. Ah, unter Betrieb, Übersicht. So, Betrieb. Flughafen, öffnen. Eng. So. Betrieb für allgemeine Luftfahrt. Was ist denn das hier? Was nicht schon? Ah, hier, allgemeine Luftfahrt zu lassen. Da, zack. Geöffnet. So, okay, wir müssen also mehrere Sachen beachten. Um den zu öffnen. Aber ist ja okay. Das ist ja okay. Hier warten unsere Arbeiter, die schlafen jetzt hier im Freien. Das ist ja auch, das ist vollkommen legitim. Die wollen auch nichts anderes. Haben sie uns gerade selber nochmal gesagt, dass sie nichts anderes wollen. Jetzt gucken wir mal, ob die ersten Flugzeuge gleich mal landen. Oh, warte mal, ist das da, oder? Ah, das erste Flugzeug ist da. Wo kam der? Von Uzuhuru International Airport. Also hier irgendwo aus der Ukraine. Ah, das erste Flugzeug aus der Ukraine ist da. Sehr gut. Hallo. Kommen Sie ran. Guck mal, Mann. Da fährt es. Erste Flugzeug, was bei uns gelandet ist. Und es ist nicht explodiert. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, glaube ich. Denke ich. Hoffe ich. Das gefällt mir. Auch wenn der Flughafen wahrscheinlich eine komplette Katastrophe ist hier, was wir hier gebaut haben. Ist wahrscheinlich alles andere als optimal. Aber ja. Ne? Man kann ja nicht immer alles haben. So, wo stellt er sich hin? Der fährt durch. Der fährt hier bis unten durch, oder?
Oder nimmt er den hier? Nimmt er den oder den? Nein, nein, mal gucken. Nein. Ja, ich. Okay, er ist nicht ganz durchgefahren. Dann stellt sich hier hin. Ich glaube, seine Trag. Habe ich gefahren. Tragflug. Ja. Ja. Ja, dann steht er hier und parkt. Cool. Ist ja so ein Drogenbaron oder so. Ja, wunderbar. Das erste Flugzeug ist gelandet. Wir haben es. Oh, da kommt schon das zweite. Okay, wo kommt das her? Das kommt aus Kroatien. Okay. Ist um 7.04 Uhr ist es gestartet. Nee, warte mal. Ah, ne, um 7.04 Uhr gelandet. So, steht er bei uns hier 3 Stunden und 4 Minuten und hebt um 10 ab. So, wahrscheinlich müssen wir als nächstes nochmal irgendwie Kraftstoff oder sowas besorgen. Aber das machen wir dann im zweiten Tutorial. Beziehungsweise im zweiten Video. Ja, das war nämlich der erste Teil von Airport CEO hier bei Metalizer. Wenn ihr Bock habt, schreibt was unten in die Kommentare rein, ob es euch gefällt, ob es euch nicht gefällt. Und was ihr vielleicht noch sehen möchtet hier. Dann, oder wenn ihr Fragen habt, Anregungen und so weiter und so fort. Alles unten in die Kommentare rein. Ne? Und wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefällt, lasst euch gerne einen Daumen nach unten da. Aber wenn ihr einen Daumen nach unten da lasst, dann schreibt doch in die Kommentare rein, warum ihr den Daumen nach unten da gelassen habt. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Bis zur nächsten Folge. Euer Metalizer. Also.